Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Domekeeper. In der letzten Folge habe ich den Prestige-Modus angetestet und mehr oder weniger gemeistert. Wenn ihr wissen wollt, was da los war, schaut einfach mal rein in die letzten Folge oder am besten gleich in die Playlist. Und ja, ich versuche es gleich wieder mit dem Prestige-Modus. Ziel der heutigen Folge: mit der Rakete flüchten, und zwar egal wie viele Punkte wir haben. Die Punkte sind mir an der Stelle jetzt erstmal egal. Sind schmückendes Beiwerk, wenn sie fließen sollten. So, hier oben ein bisschen Platz machen. Nur ein bisschen. Wir wurden auch schon mal reicher beschenkt zu Spielbeginn. Okay, das reicht zumindest mal für das Radar. Weil diese Investition ist essentiell. Ja, hier oben, ganz neuer Bereich. Kommen wir später noch dazu, in diesem Modus. Was wollte ich jetzt machen? Das wollte ich machen. Und sehe, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. So, 1, 2, 3. So, hier. Okay, reiche Beute. Auf geht's, nicht gleich die erste Welle schon verpassen. Okay. Das war zufriedenstellend. So, ich werde einmal die Multiplikatoren hier erhöhen. Die ersten beiden, um wenigstens ein paar Punkte zu bekommen, denke ich. Aber nein, ich verbessere zuerst den Bohrer. Ich habe ja gesagt, die Punkte sind zweitrangig. Andererseits kann die vorherige Verbesserung des Bohrers auch das Punktekonto erhöhen. Nun ja. Jedenfalls ist der Bohrer jetzt mal besser. Ich hoffe, wir finden ein bisschen mehr Kobalt als beim letzten Versuch. Das fände ich jedenfalls nicht verkehrt. Oder gleich so viel Material, dass wir einfach abhauen können. Na komm, den einen Block ziehen wir noch mit nach vorne. Naja, fast. Meine Güte, bist du langsam. So, Kuppelintegrität ein bisschen verbessern. Na komm, jetzt zieht ihr gleich einen Scheitel hier mit dem Laser. So, auf in die Tiefen. So, ihr kommt schon mal mit. Komm. Hier war ich schon. Ach, ich Horst.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, eins, zwei, drei. Und vier. Ich muss dringend Upgrades machen. Das geht alles viel zu langsam hier. So, was kann man denn mit 5? Gar nichts kann man mit 5. Doch, ich kann mich schneller machen und tragfähiger machen. Ich mache mich erstmal schneller. Gruppenverteidigung geht so. Hoffe ich. Zum Glück passiert hier nicht so schnell so viel. Allerdings kann sich das auch rasch ändern. So, schneller ist prima. Lag denn da hinten noch was? Ja, da hinten lag noch was, ne? Ja. So, eins, zwei, drei, vier. Und dich ziehen wir so mit. Was erstaunlicherweise überhaupt gar keinen Geschwindigkeitsnachteil bietet. Erst wenn ich einen Seil dran mache, dann wird's doof. Einmal den Laser verstärken. So, für 2 Punkte gibt es nichts zu holen, außer dass ich hier den Multiplikator erhöhen könnte. Und tatsächlich mache ich das jetzt auch mal. Um auch ein paar Punkte abzusahnen. So, nochmal hier raus. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Oder? Wenige Sekunden noch mal weiter bohren und wieder zurück. Im Grunde bräuchte ich auch den Elektroschocker wieder. Ohne Schild. Ich weiß nicht, was die anderen Extras so machen, die man nach und nach im Spiel freischaltet. Aber ohne Schild würde ich, glaube ich, gar nicht mehr in irgendeine Mission gehen wollen. Wenn er doch schon mehr als einmal den Popo gerettet hat. Aber auch schon mal ein bisschen freigraben. Meine Güte. Es sind ja kein Ende hier. So, eins, zwei, drei. Okay, in der nächsten Runde ist großes Einsammeln gefragt. So, was braucht's also? Auf jeden Fall noch eine Traglastverbesserung. Und das ist es dann auch schon wieder gewesen. Ich frage mich, warum wir überhaupt so viel Material sammeln müssen, um selber von dem Planeten abhauen zu können. Wenn wir doch ständig Raketen mit viel weniger Material schicken können, da kann ich mich doch mit meiner kleinen Wächtereule einfach einschleusen, oder? Das ist wirklich Sammeltime. Fette Beute. Fette Beute, habe ich schon erwähnt. Fette Beute. Beute, ne? Nicht Bräute, habe ich gesagt.
Halt, ich habe die Traglast doch erhöht. Ich Hirsch. 5, 6. Jetzt wird er gierig, ne? Oha. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe keinen Betäubungslaser, der mir hier irgendwie weiterhilft. Kaufe ich noch irgendwelche Verbesserungen? Ja, er ist stärker. Jetzt machen wir ihn noch ein bisschen schneller. Und den Elektroschocker will ich auch haben. Und jetzt... Jetzt zieh ich es durch hier, bis ich abheben kann. Hoffentlich. Wenn mir die Kuppel nicht voll um die Ohren fliegt. Okay, so ist das in Ordnung. So, hier lag noch irgendwas, oder? Nee. Zeit verschwendet. Doch keine Zeit zum Zeitverschwenden. Okay, ein Relikt. Yeah. Was mag das sein? Das kann man, glaube ich, schon am Symbol erkennen, oder? Also ich kann es nicht erkennen, aber sagt ihr es mir vielleicht, ob man es am Symbol erkennen kann. So, was wird es sein? Oh, was ganz Neues, ein Kondensator. Installiert eine Maschine unter der Kuppel, die langsam Wasser durch Kondensation erzeugt. Hm. Habe ich noch nie ausprobiert. Ressourcenumwandler kenne ich schon. Gut, dann werde ich es mal mit dem Kondensator probieren. Und dann rüste ich vielleicht doch noch die Schildüberladung auf, weil wenn ich doch ständig Wasser durch die Kondensierung bekomme. So, was macht das Ding hier? So, da fällt einfach Wasser raus. So, das bedeutet für mich... Hier, Schildüberladung, dafür brauche ich Wasser. Das kann man zwar auch noch weiter aufwerten, aber sei es drum. So, jetzt habe ich allerdings erstmal kein Wasser, um das Ganze zu betreiben. Ich gehe nochmal kurz raus. Vielleicht reicht die Zeit ja noch, um ein Wasser zu produzieren. Ein Wasserli, ein Leckerli. Nee. Eher nicht. Einmal pro Kampfrunde wäre ja schon ausreichend. Dann hätte ich nämlich in jeder Runde ein überladenes Schild. Kondensator rumhängen hier. Ach, hier habe ich schon durchgegraben. Mensch. Ich brauche mehr Material, damit ich hier wegfliegen kann. Mehr. So. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Buddel ich aber noch aus. Und hole ich dann wahrscheinlich in der nächsten Runde. Oder schaffe ich das noch in der Runde? Ja. Gier frisst Hirn.
Vernünftigerweise nehme ich mal nur zwei mit. Das mit dem Wasser kondensieren hatte ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Dass ich Schildüberladung in jeder Runde machen kann. Was leider nicht der Fall ist. So, warum habe ich hier unten gewähren lassen? Ich bin der Meinung, dass diese Flugwesen mehr Schaden verursachen. So, dann muss ich das da irgendwie anwerfen. Schade, schade, schade. Da kann man den Kondensator auch noch upgraden. Da muss ich gleich mal in der Liste gucken. Also müssen tue ich nicht, aber ergibt vielleicht Sinn. Schwache Ausbeute. Schwache Ausbeute. Aber ist auch mal okay, wenn es nicht auf jeder Ebene was gibt. So, Wasser. So, hilft zumindest ein bisschen. Den Elektroschocker wollte ich mir noch holen. Ne? Na gut, egal. Ladung hilft wirklich nur sehr kurz. Aber besser als nichts. Und ich habe keinen Kobalt, um den Schild zu reparieren. Wenn ich das gewusst hätte, mit dem Kondensator, hätte ich tatsächlich Kobalt-Schreddern gemacht das erste Mal, seit ich das Spiel spiele. Und hätte das Glück einfach wirklich geschreddert. Kommen auch schon die härteren Gesteinsschichten. Fakt ist, ohne Kobalt kann ich weder reparieren, noch komme ich von dem Planeten weg. Das ist eher so das größere Problem, was ich habe. Außerdem hätte ich schon längst hier zickzack graben können. Ich weiß gar nicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum ich immer zum Mittelgang zurückgefahren bin, bevor ich weitergegraben habe. Das war eigentlich, nicht nur eigentlich, ja. Es war eine ziemliche Zeitverschwendung. Nicht gut. Alle auf die Kuppel drauf. Not so good. Okay. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Kobalt brauche.
Kobaltkondensator wäre nicht schlecht. Ich hätte natürlich auch die Materieumwandler nehmen können. Da hätte ich zwar zu einem ungünstigen Verhältnis, aber da kannst du ja Kobalt produzieren. So. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lass mal zwei liegen, damit das schneller geht. Na, der ist gleich ganz hängen geblieben. Okay, keine Zeit, um das Wasserschild anzuwerfen. Oh wei. Komm. Dann müsste ich jetzt schon sehr viel Glück haben. Ihr dürft auf keinen Fall durchkommen. So. Ja. Ja, da hat mir auch der Kondensator nichts genützt. Carbon-Kondensator. Naja. Was soll's, wir probieren das irgendwann nochmal. Ob es dann der Prestige-Modus sein wird oder ein anderer Modus, warten wir mal ab. Eins ist klar, bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.